Dann mache ich jetzt mal die Ankündigung. Mach mal los. Hallo und herzlich willkommen bei PA, bei den Spielkindern. Und bei mir, dem Fretschner-LPs. Wahnsinn. Und dabei sind auch noch ein paar andere, nämlich die alten bekannten Streetgamer und Stadtegel. Also, hallo. Alle am Start. Und ja, danke für die Ankündigung, Frettchen. Bitte. Das ist super. Bist ja ein aufgehender Stern am Let's Play-Himmel, habe ich gehört. Habe sehr viel von ihr gelernt. Oh, das heißt, du hattest den schlechtesten Lehrer, das tut mir leid. Geil. Mein Beileid dazu. Mein Beileid dazu. Ich habe am Wochenende schon erklärt. Vergiss alles, was er dir gesagt hat. Ja, das ist tatsächlich richtig. Das ist die bestmögliche Ansage. Ja, der Blacksmith weiß, wovon er redet, auf jeden Fall. Nee, was möchtest du denn so Let's Playen oder was Let's Playst du? Auf jeden Fall PA. Oh, dann bist du einer von wenigen Deutschsprachigen. Das ist schon mal auf jeden Fall viel wert. So, ich hab's gesehen, weil ihr seid so die Einzigsten, die es wirklich machen und dann vielleicht auch noch die Einzigsten, die es wirklich gut machen. Das geht runter wie Sahnetorte. dabei sind wir solche Stümper und machen es nur aus Spaß einfach. Aber es ist schon traurig, dass wir schon die Speerspitze der deutschen Dauer-Let's Player sind, was die das wirklich nicht nur einmal kurz spielen, sondern auch mal länger. Das ist schon ein bisschen traurig, aber naja, es war schön, dass es immer einen gibt. Na gut, dann gibt es bald zwei. Das ist super. Und sonst so Minecraft auch noch? Du meinst vorhin Minecraft hast du viel gespielt? Ja, wahrscheinlich FTB Infinity, wenn das Leuten das sagt. Mir nicht, du kannst es mir erklären, nicht. Mir sagst du nichts. Du kennst doch FTB. Ja. Kennst du von Dena das jetzige Projekt oder von Kalu? Auf gar keinen Fall, weil ich Dena als die größte Pest der Welt empfinde und nichts von ihm gucken würde. Aber sehr schön. Aber du kannst es trotzdem gerne erklären, worum es dabei geht. Du kennst doch so die ganzen Technik-Packs. Ja. Das ist eben nochmal so eine Weiterführung mit Portal und allem drum und dran. Oh, das klingt interessant auf jeden Fall. Klingt wirklich interessant, es ist aber nicht gerade so interessant für Leute, die es so wirklich haben. Also, wird das noch nicht viel gespielt, oder? Also man muss sich da wirklich reinfuchsen, dass man da... Okay, also es ist nicht so mal eben so schnell gespielt und dann läuft das, sondern man muss da ein bisschen sich reinarbeiten. Ja, siehst du, das ist ja schon mal das, was ich nicht mehr mache. Ich habe keine Lust mehr, mich auf irgendwas lange reinzuarbeiten. Also wenn ich länger als ein, zwei Stunden brauche, um was zu verstehen, habe ich keine Lust mehr drauf. Aber das kommt mit dem Alter, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber es gibt ja auch genug Spiele, die das... Welche Anfang? Ach so, ja, natürlich. Ich mag Verbündete immer gerne, weil ich dann sehe, wo sie sind. Oh, das ist sehr schön. Hier bitte nicht auf mich. Hey. Geht's doch schon wieder los bei euch? Ich habe auch gerade mal Ressourcenteilen angemacht. Ja, gerne. Gerne. Ich befürchte, dass ich da mehr verliere als gewinne, aber nein, Quatsch. Wird schon. So. Worauf gehst du? Kann man ja gerade mal gucken. Ach, soll ich mal sagen, was meine Taktik ist? Wollt ihr das hören, Leute? Nein, ich mache eine bunte Mischung diesmal tatsächlich. Okay. Also, keine so auf Panzer und Tech 2. Panzer und Tech 2. Gut, dann können sich die anderen ja schon mal drauf einstellen. Was könnte ich? Vielleicht gerade mal hier. Das heißt, wenn hier welche sind, hier müssten welche sein. Hier. Ihr baut auch gerade schön Fleisch Abwehrtechnik. Nein, tu die Fetter. Ja, die Fetter. Na, ich seh's. Ich komme hier gar nicht so gut raus aus meiner scheiß Basis. Naja. Nein, und er hat ihn getroffen. Du scheinst ja ordentlich Probleme zu haben da drüben. Ja, es lässt mich ordentlich an. Das ist nicht so gut. Naja. Damit gehe ich hier mal ein Radar. Oh, da ist ja schon der Herr Streetgum. Der wird mich wahrscheinlich überrennen. Der aber doch nicht der liebe Marvin. Achso, der Stadtegel macht sowas, aber der Marvin doch nicht. Marvin macht sowas doch nicht. Marvin ist doch ein ganz lieber. Er baut nur ganz viele Kanonen und ärgert einen damit. Ah, und Flugzeuge. Ah. Flugzeuge. Ich glaube, ich führe meine Taktik mal so, wie ich sie sonst immer geführt habe. Die meisten Spielen.
Aber bitte sag's nicht laut. Nein, die Taktik wird wahrscheinlich ein Strategel wissen. Weil damit habe ich letztes Mal Blacksmith gedeckt. Okay. War ziemlich einfach. Nach knapp 20 Sekunden hatte ich ihn damit gedeckt. Wow. Das ist tatsächlich also schnell. Also knapp 25. Ja. Sagen wir, wie es ist. Commander Locates. Okay. Der Commander hat der blaue. Lauber greift mich jetzt an. Der Markus, ja. Das ist einer. Immer greift er Leute an. Als hätte er nichts Besseres zu tun. Glaube ich nicht. So, Ressourcen sehen aber ganz gut aus momentan. Bei mir auch? Ja, wir haben ja auch Ressourcenteilung. Also wenn's ich mach's mal aus. Dann sieht's bei mir besser aus. Wahnsinn. Ich geb dir sogar knapp noch Energienmassen ab. Naja, du hast ja hier. Ja, vielleicht auch, weiß ich nicht. Du hast dich auch weiter ausgerüstet. Also, Energie ist komisch, weil ich eigentlich mehr Energie habe als du. Ja, schon komisch. Aber vor allen Dingen hast du die ganzen Metallspots besetzt hier. Naja, gut, ja. Dann nehme ich die. Nehme ich halt die. Wenn es geht, könntest du hier die nehmen. Weich. Weil dann kriegst du hier neben die Ecke. Nee, die sind mir, die sind, nee, die Ecke da unten nehme ich. Die da hinten sind mir zu nah am, am Startdege. Nehme ich nicht. Bin euch bescheuert. Will hier sofort wieder. So, er will hier mit Armee kommen bei mir. Nicht mit mir. Rennt hin, ich brauche wenigstens einen Metallspot. So, mach ja. Aufdecken. Mach ruhig. Weil sonst ganz Zeug weg. Ach, scheiß drauf. Jetzt will er mich hier mit seiner scheiß Armee angreifen. Wo denn? Soldat. Ja, hier in der Mitte an diesem abgetrennten Areal. Wo meine Basis daneben steht. Oh, aber meine Armee ist größer. Geflogen, wäre meine Bombe-Armee jetzt gerade Geschichte gewesen. Oh, Dennis, wirklich mit Artillerie. Ja, das ist, wenn du dich da so nah an mich ranschleichst, was soll ich denn machen? Ja, keine Ahnung, ich bin von zwei Seiten gezingelt da in der Mitte. Tja, heul, heul, schluchz, schluchz. Soll ich jetzt weinen oder was? Furchtbar. Jammerlappen. Da kommt oh, ey, ich werde ja hier nur mit Artillerie gefeuert, ey. Ja, überleg mal, vielleicht hast du es verdient. Denk mal darüber nach. Ja. Vielleicht hast du es nicht anders verdient. Ist aber nicht nett jetzt. Ist nicht die feine englische Art, was du hier machst. Beleidigung. Fass es ja nicht. Sind wir hier in einem Videospiel oder was, dass du hier Trash talkst? Ja, wir sind hier leider in einem Videospiel. Ach so, das muss mir doch einer sagen. So ist nämlich. Gut, dass wir das geklärt haben. Ah, Mann. Marschiert er jetzt hier echt mit seinen scheiß Panzern rein? Ich dreh durch. Bei mir marschiert er auch mit seinen Panzern rein. Ah, warum nörgeln die ganze Zeit, ey? Und ich bin Geschichte. Jetzt schon? Oh Gott. Ja. Und das war's mit mir. Aber immerhin hast du doch die Armee reingeschickt, ja. Gut, die stirbt jetzt natürlich. Er geht auf Tech 2. Okay. Ja, aber du, vielleicht schaffst du sogar noch ein, zwei Fabriken zu zerstören. Na, klappt nicht mehr. Na gut, war aber ein schöner Einstieg. Ja, ich habe ihn so verloren. Hier und hier noch AT. Aber so in der Armee backt bei mir.
Weil er sagt, niemand hätte irgendeine Art Armee. Das kann schon mal nicht gehen. Aus Einkommen ist ein bisschen doof. Achtung, Dennis, dein Commander! Was ist denn mit dem? Mit dem der kommt. Der wurde überhaupt nicht beschossen. Was erzählst du mir? Ja, daneben läuft nur eine riesengroße Armee rein. Ja, gut, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Schick doch die Bomberstaffel. Ich hab doch nur 6 Bomber, da wird doch jetzt nicht groß was machen. Ja, damit würde ich das eine Geschütz hier zerstören. Oder den Angriff abwehren, weil da scheint nämlich kein einziger Luftschutz dabei zu sein. Nur einer. Und wenn du auf den das Feuer konzentrierst, kannst du den killen. Jetzt weg. Ja, und schon sind die Bomber alle tot. Ohne Erfolg. Ja, das habe ich vorhergesehen. Leider, schade. Willst du jetzt flüchten? Nö. Oder? Ich flüchte doch nicht bei so einer kleinen Scheißarmee. Woher kommt's noch? Von hinten schon die Flammenpanzer. Ey, ernsthaft mit Artillerie? Ja, naja, gut, das habe ich ja auch gemacht. Das ist in Ordnung. Ist nicht schön, aber es ist. Es muss manchmal sein. So. Also, Rot wird jetzt auch hart in die Mangel genommen. Boah, das finde ich gar nicht so schlecht. Das finde ich okay. Na, ich weiß schon, wie es laufen wird. Der wird sehr, sehr leicht abgeschlagen durch die ganzen. Weil er hat nur noch Panzer und die werden wortwörtlich von der Artillerie zerfetzt. Ja. War nicht schön. Also, Street Gamma. Mal so ganz ehrlich gesagt. Zu mir immer sagen, ich darf, soll mich nicht verschanzen und selber jetzt auch verschanzen. Jetzt nochmal so auf die kleine Map einzugehen. Na gut, ausbreiten konnte er sich ja nicht. Ziemlich kleine Map, bitte. Ja. Ja, aber kommt zumindest schnell zu Ecken, das ist doch auch was Feines. Es ist eben eine Map so gebaut, dass der hier diese Art Kuppel hat, da wo gerade Dennis gegen angreift, die gerade Street hat und wo Stadt Hegel, so wie es scheint, hin möchte. Alle wollen hin. Ich will nicht hin, ich will den Gegner platt machen. Das ist ein kleiner Unterschied. Mir ist egal, wo der Gegner ist, ich mache ihn einfach platt. So muss das sein. Weil Dennis, du hast das ja jetzt gesehen, dafür ist die Map so ein bisschen konstruiert, um sie eben leicht zu verteidigen in diesem Punkt, weil den kann man ja schon leicht verteidigen. Ja, das hat auch gut funktioniert, tatsächlich. Nicht für mich, leider. Hier ich hatte ja auch nicht. Kann man nämlich gut verteidigen, obwohl es gibt einen kleinen Hinterausgang, also Eingang, der ziemlich. Ja, unten am Lavasee, ne? Ja. Den habe ich absichtlich aufgelassen, weil ich habe es jetzt 3 Matches habe ich das letzte Mal gespielt und die Leute, die sich immer da drin verschanzt haben, haben immer vergessen, diesen Eingang zu bauen. Ja, man übersieht den halt auch. Kleinen Panzerarmee. Und dann sind die dann verreckt. Verreckt, die Schweine. Der Blick sieht ja nice aus. Nee, schade. Hast du Fensteraufnahme oder Bildschirmaufnahme? Bildschirmaufnahme. Das heißt, wenn ich dir was in Skype schreibe, in Steam schreibe, würden das die Zuschauer sehen? Müsste eigentlich, wenn ich jetzt das Overlay öffne. Sollte man das eigentlich sehen. Wieso machst du es nicht in-game? Kannst du auch in-game machen, oder? Du kannst auch. Achso, wir sind ja kein Team, ja, okay. Bei Team würde es. Das geht nicht mehr. Das ist natürlich schlecht. Ja, er schreibt noch. Ups. Kannst jetzt öffnen. Okay. Klingt nach einem Vorschlag. Der sehr, sehr gut anzuwenden ist auf dieser Map, besonders bei solchen Verschanzungskriegen. Mhm. Sprich nicht weiter, ich hab's verstanden.
Dagegen seine Artillerie kommst du wahrscheinlich mit Docks nicht mehr an. Deine Energie wird zerstört. Oh nein. Ach, das spielt doch bei ihm eh keine Rolle. Der T2, also von dem her. Ja, und da wird selbst ein Luftangriff nicht mehr reichen, weil er hat zwei... Spinner hat er mit dabei. Der fliegt schön durch. Naja, ich brauche ein bisschen mehr Metall grad. Aber da kümmere ich mich gleich drum. Das... Ach ja, du siehst meinen Ping ja nicht mehr, oder? Doch, ich müsste eigentlich schon. Siehst du ihn noch? Ja, sehe ich. Die würde ich ausbauen. Ja, mach ich auch gleich. Nee, mach ich auch. Du schön weg und gut geschützt. Und momentan habe ich von nichts so richtig viel Schutz, das ist von keiner Richtung, weil ich hier mitten rumstehe und noch keine Verteidigung groß habe. Ich habe nur meine Armee und die ist jetzt auch nicht so beeindruckend. Ich würde kurz die Bomber hinziehen, weil die kleine rote Armee, wenn man es auch mal so nennen kann, zerfetzt gerade seine Base. Ja, das ist ja nicht mehr meine Base, das war mal meine Base vor langer Zeit. Da habe ich jetzt schon seit 10 Minuten nicht mehr hingeguckt, gefühlt. Der eine Grenadier ständig dieses Flugzeug zerstört und es wird immer neu gebaut. Naja, ist doch gut, dann ist er beschäftigt. Kümmert er sich nicht um was Wichtigeres. Warum ist mein Commander eigentlich so hervorragend? Erledigt. Bei Gesundheit. Oh man, Alarm von T2. Oh, Heuschlucht. Scheiße, Dennis, ey. Was denn? Hast du etwa erwartet, dass ich keine Flugzeuge baue? Ja, hab ich. Blau hat ja gar keine Sicherung. Das war ganz schön dumm. In Bezug auf T2. Nichts an T2, gar nichts. Nur T1 in Massen. Ja, wenn's reicht. Wenn man auch so durchs Leben kommt. Dein Metall hier oben wird gleich angegriffen. Also wird gerade angegriffen. Ach, das Metall da. Naja. Who cares? Das juckt ihm gar nicht. So ein bisschen who the fuck cares. Und da greifen die Staffeln an. Die werden da nicht durchkommen. Der hat dafür die falsche Wahl. Bezweifle ich. Ja. Haben wir. Sehr schön. Ah, die gute alte Arti, die er bei sich stehen hat. Na, die bauen ja hier irgendwie alle gerade. Offensichtlich in diesem Spiel sehr beliebt. Dann gleich auch kurz nochmal zum Kaffee. Dann können wir vielleicht danach noch eine kleine Runde spielen, wenn es das recht wäre. Ja, könnt ihr ja gerne machen. Ich habe an keiner Zeit mehr. Aber das soll uns ja nicht abhalten. Ja, das haben wir jetzt im Let's Play nicht. Richtig. So, das läuft doch hier ganz gut. Oh, hier ist gerade keiner, dann kann man das ja nutzen. Was ich aber an PA immer noch hasse, dass wenn du auf als Spectator auf die Holkins klickst oder auf die Artillerie... Helper oder sonst was, ja. Ja, kriegst du nichts angezeigt, was für ein Radius die hat. Und das ist schon ein bisschen bitter. Als Spectator nicht? Naja, das ist tatsächlich doof. Warte. Hier müsste das Ding hin. Da. Hier Pink Tab, da müsste das Ding hin. Ja, mein Gott. Wann anders? So, jetzt habe ich das. Ihr seid fertig. Jetzt können wir ja hier mal bisschen vorbereiten, die nächsten Schritte. Aber sie ist schon auf der... Also, sie arbeitet schon in Richtung Ärger. Zerstört schon anderes Metall. Ja. Oh, Blacksmith ist online Zeiten. Gekommen. Kommt auch noch an. So, das haben wir. Ist ihr überhaupt, wenn man Singleplayer PA spielen muss, ob das auch Internet kostet? Geht das mittlerweile offline? Die wollten das doch auf jeden Fall offline machen. Es geht auch, ne? Also müsste eigentlich funktionieren. Okay, dann stimmt irgendwas mit meiner Version nicht. Weil ich krieg jetzt ums... Oh, da ist der nächste hin. Und zwar wie? Übertreib, was ihr... Wie schnell kommt ihr denn jetzt? Oh. Das ist jetzt irgendwie traurig. Also mit so vielen Laserbots, also mit Snipern, mit geil, kann man schon mal schnell killen. Also ich würde
Dennis, ich würde mir jetzt ganz schnell die Stellung sichern. Ja. So schnell kann ich das leider nicht, aber ich versuch's. Aber deine Holkins arbeitet wunderbar. Das möchte ich ihr aber auch geraten haben. Also. Schickt Wort mal den Angriffsbefehl hin. Das lohnt sich. Ich möchte zwar jetzt nicht fies sein, aber. Nö, lohnt sich dort wirklich. Deswegen mache ich es auch nicht, weil das jetzt ungerecht und unfair wäre. Sowas mache ich nicht. Sie schießt trotzdem hin eigenständig. Ja, naja, das ist doch dann schön. Wenn man gute Mitarbeiter hat, dann braucht man auch nicht unfair spielen. Das stimmt. Uah, das waren die Texte. Ja, Mann, da baue ich halt neu. Ist mir doch scheißegal. Ja, hat das aufgefallen, dass ich da noch keine Luft dafür habe. Also Luftbautechniker, Armee. Ja, wie gesagt, geht schnell, baut man halt neue. Darf man sich nicht zu sehr von beeindrucken lassen von sowas. Zack. Obwohl, der Schuss von deiner jetzigen Holkins hat schon wehgetan. Der hat nämlich ein Textbeiboard weggemacht. So. Ui. Baubord. Das ist hilfreich. So, Jungs, ihr dürft jetzt mal hier so hinfeuern, bitte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Alter, hör auf, mich hier fertig zu machen. Es ist nicht so, als würde ich das Spiel das erste Mal spielen. Ich sehe das alles. Nein, ich es lieb von dir, aber... Aber es... Tada. Wie schnell ist sie denn bitte schon kaputt gegangen? Naja, das geht schon schnell dann. Obwohl, die Holkins hat schon gut weggezogen. So. Nicht nerven die Leute hier. So, also sehr gut. Den einen Bomber verstehe ich nicht. Der hat nochmal extra auf deine Holkins gebombt. Ja, wenn er Spaß hat. Na gut, das war's dann. Aber mein Gott, was soll's. War doch lustig. Damit sieht man dann den Gegner. Vor allem hat ja noch ein Petto, hat er richtig viel. Ja, gut, klar. Ich meine, der Gute hat ja jetzt auch schon zwei andere Leute fertig gemacht. Also. Und vor allem gegen die Luftabwehr würdest du jetzt auch nichts mehr machen können, weil ich glaube nicht, dass. Warte, was für ein Luft. Ja, ich bin ja zwischendurch rübergeflogen. Ich hab's ja gesehen. Ich weiß, dass da ein bisschen viel steht. Obwohl, den einen Angriff kannst du noch abhalten. Mit Hilfe von Dennis, ich will mal T2 Luft gehen auf T2 Gunships. Ja, würde ich auch empfehlen. Man empfiehlt sehr viel, also. Ja, wenn der Tag lang ist. Aber ich meine, wenn die Gegner schon mitten in der Basis stehen, kann ich auch nicht mehr viel machen. Doch gerade die beiden Gunships rüber. Was soll das denn jetzt bringen? Zwei Gunships. Immer noch mehr als nichts. Nee, das ist glaube ich ne Missverständnis. Ich glaube, nichts bringt immer noch genauso viel wie nichts. Ja. Was ich doof finde, dass die Jäger und die Bomber sich ständig irgendwie auf den Boden legen müssen. Alle fünf Minuten. Na gut, das war ja bei den Vorgängern auch schon so. Das haben sie einfach als kleinen Gag, glaube ich, wieder mit reingepackt. Ich glaube eher, das ist, glaube ich, eher ein Bug. Meinst du echt? Also dafür ist das jetzt aber schon seit anderthalb Jahren im Spiel, also wenn das ein Bug wäre. Ja, es wird vielleicht nicht so als wichtig eingestuft. Oh, zu Recht. Wahrscheinlich nicht so als nervig, weil ich tue dir dann jedes Mal meine Jäger und so immer auf einem Lava-Planet immer hier so kleine Ecken setzen aus dem einfachen Grund, boah, damit ich sie Alter, hast schnell abrufen vier. Kann, sonst brauchen die ja 3-4 Minuten, bis die... Ja, schön! GG, das war nett. Schönes Spiel.
Ja. Also sieht ja gut aus, was du hier aufgebaut hast. Meine Güte. Naja. Sehr schön, aber immerhin Zweiter geworden. Ihr Luschen. Hahaha. Bin wohl doch nicht so schlecht, wie immer alle sagen. Immerhin bis fast zum Ende durchgehalten. Ja, kannst du ihm aber mal schön sagen, dass er hier gar nicht wieder antanzen braucht, bevor er sich nicht entschuldigt hat. Genau so sieht's nämlich aus. Gut, Leute, das war eine nette kleine Runde. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Vielleicht wieder mit ähnlicher Besetzung, vielleicht auch ganz anders. Überraschung. Ja, jede Woche was Neues. Und ich danke euch auf jeden Fall fürs Mitspielen, Leute. Macht's gut. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.